Gut, dann würde ich sagen, wir folgen mal schnell noch den Spuren und werden anschließend sehen, dass wir speichern, die Leute noch heimbringen, denn es ist spät, ich bin ziemlich K.O. Deswegen, ja, einen Part machen wir vielleicht noch. Oh, das sieht so genial aus hier. Fühlt man sich gleich so winzig und unbedeutend. Aber so viel zu menschlichen Spuren und den Fackeln hier. Ich meine, wenn die hier jagen gehen oder was auch immer tun. Erledige die Sägezähne. Ja, so sehe ich aus. Sind hier? Wo sind die Sägezähne? Ist noch jemand da? Da ist einer. Sägezahn. Da ist einer. Gott. Die sitzen da oben. Nora-Krieger. Schön, dass unser Fokus gleich weiß, wie die heißen. Es könnte ja mal so ein Sägezahn hierher kommen. So weit weg, das geht gerade nicht. Ja, aber wie soll ich denn? Ist noch jemand da? Da hinten ist hohes Gras. Aber wenn der hier so halb rausguckt, das ist natürlich riskant, da jetzt reinzukommen und an den Rand zu kommen. Geht gerade. Und hier könnte ich den vielleicht mit etwas Glück erstmal auf meine Seite ziehen, dass der sich mit dem anderen anlegt. Komm, Schatz, geh kämpfen zu dem anderen. Mal den anderen platt. Ich beobachte das mal aus der Ferne. Es ist ja gerade keiner gegen mich hier. So. Und dann hoffen wir mal, dass der Kampf gut ausgeht. Ist der andere auch angeschlagen oder nur unserer? Zur Not Ist mache ich noch das jemand da? so lange. Der andere ist wohl stiften gegangen. Ist noch jemand da? Zur Not machen wir das halt so lange, und das macht dann gleich so eine Wer? Ich? Dings kaputt. Gegen Sägezähne bin ich noch nicht ganz so. Nee. Die müssen wir noch anderweitig platt machen. Wie war das? Im Wasser bin ich nicht gut genug. Er will angreifen, aber irgendwie. Ich fühle mich hier gerade wohl. Könntest du weggehen, bitte? Danke. Also, wenn sie überbrückt sind, sollten wir sie nicht Aber wir könnten den überbrücken, dann nach irgendwo uns in Sicherheit bringen, nach oben. Die verjagen sich quasi nur gegenseitig und ist es.
dachte, ja, die kämpfen jetzt auf Leben und Tod gegeneinander. Oh. Da steht er ja. Schwäche Feuer. Komm, geh weg. Der Draht ist nicht lang genug. Ach Mensch, Aloy. Tu mir das doch nicht an. Erledige die Sägezähne. Ja, können wir sie nicht einfach verjagen, dass die weggehen? Bei Sägezähnen müssen wir echt aufpassen. Die sind noch zu heftig für uns. Meine Wächter sind ja mittlerweile sehr popelig. Schön leise jetzt. Hau ab. Dumme Katze. Nichts gegen Katzen, aber gegen solche Maschinen. Husch. Keine Ahnung, was du suchst. Du hast deinen Angreifer ja verjagt. Sei glücklich damit. So, und jetzt wird wieder darum marschiert, indem... Ich will nicht wissen, ob es auch korrumpierte Sägezähne gibt. Also, etwas Wasser kann verdorbene. Ich schaden. Keiner da. Wir könnten den auf unsere Seite bringen, wir könnten den überbrücken und damit dann... Oh, die haben sich doch gegenseitig. So. Mach ihn einfach down, Aloy. Mach ihn einfach nur platt. Ich glaube, so nah dran... hat er uns nicht viel entgegenzusetzen. Können wir wieder raus? Wow. Aber sie haben sich doch, also unsere hat den anderen hier gekillt. So, rede mit den Leuten da oben, den Feiglingen. Was ist das? Reden, Fell. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Hab ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Verständlich. Gut, kehre zu Dan zurück. Aber das ist schon krass, dann hat er den relativ schnell erlegt, ein Sägezahn den anderen. Das ist schon wow. So, was haben wir hier? Das haben wir schon gehört, scheinbar. Da ist nicht mehr dieses Dings oben drüber. Haben wir das schon? Ja, das haben wir schon. Wenn nicht dieses Dings oben drüber ist, dann ist es schon bekannt. Gut. Da hoch kommen wir nicht. Ich würde ja gern mal noch... Altes Gefäß. Wo soll denn das hier sein? Da muss hier ja in dem Bezirk... irgendwo so eine Truhe sein. Da würde ich denken...
Das wird ja nicht irgendwo in der Pampa liegen. Sowas gehört ja in ein Gebäude, oder? Kommen wir hier rein zum Gucken. So, das ist... Na gut, das ist halt nur der Mittelpunkt, der Wegpunkt. Ach Mensch, ihr nervt. Ihr nervt jetzt mehr, als was es bringt. Mit euch hier irgendwie wieder Katz und Maus zu spielen. Komm her. Ich bin mehr als bereit für dich. Komm her. So. Ganz ehrlich. Mit so kleinen Wächtern halten wir uns doch nicht mehr auf. Wir nehmen gerne die Erfahrungspunkte. Aber alles andere... Knopf. Alles andere ist uns doch jetzt erstmal Rille. Sägezähne sind da echt schlimmer. So. Dann sind wir wieder hier in dem Gebiet, wo ich nicht weiß, wo das Gefäß denn sein sollte. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Irgendwo... Ich meine, irgend so eine Tasse haben wir ja schon gefunden. Der schnellste Weg nach unten. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wenn man so einen Wegpunkt erreicht hat, dann ist das scheinbar auch schnell weg wieder. Das Fähnchen. Die Frage ist halt, wie weit geht der Umkreis noch? Innerhalb dieser Ruine scheinbar. Oder ein Stück daneben. Das sind noch Blümchen, falscher Knopf. Holz. Holz. Wo soll das bitte sein? Das Gefäß. Ich laufe jetzt mal außen rum. Solche Truhen waren ja meist. Was ist das denn? Waren ja meist irgendwie blau, ne? Ein blaues Symbol oben drüber. Dachte ich zumindest. Tja. Aber hier sehe ich auch nichts. Außer ein Kaninchen. Definitiv nicht. Hm. Also. Hoppala. Da wird es dann doch schwierig langsam. Oder zeigt das nur die ungefähren Orte an? Wie ist denn das hier dargestellt? Spezialobjekte? Alte Gefäße. Karte eines Stöberers. Fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte hinweisen. Hm. Mögliche Fundorte. Hier lang komme ich dann auch schon wieder zu weit weg, ne? Muss schon hier in dem Umkreis sein, oder was?
Aber hier ist ja eindeutig nichts. Haben wir sonst noch irgendwas hier in der Gegend? Hier ist eine Blume. Metallblume. Keine Ahnung, ob wir die suchen können. Was ist das? Verdorbene Zone, Stufe 15. Hier ist noch ein Panorama. Also müssen wir sowieso nach unten. So, ich gucke gerade wirklich nur ganz aufmerksam, ob ich irgendwo... Ich habe es bestimmt schon dreimal übersehen jetzt, oder? Ihr habt es bestimmt schon entdeckt. Das ist halt das beim Selberspielen, da sieht man so vieles nicht, was andere halt gleich mitkriegen. Aber hier ist einfach nichts. Nee, das ist auch weiß. So langsam gehen wir ja auch außerhalb dieses Bereiches wieder. Einfach nur irgendeine Kiste irgendwo. Hier unten auch nicht. Nein, ich sehe nichts. Hallo? Und mit dem? Das sind Tiere. Manchmal hat er ja Kisten auch angezeigt. Als so verwaschenen Punkt. Wir können uns ja nochmal genau dahin stellen zu der Markierung. Und nochmal schauen. Nein, in die Richtung. Acht. Wie soll denn jetzt wieder da lang? Haben wir hier irgendwo... Mensch. Die sind ja immer noch da. Aber echt nichts. Das sind alles Tiere. Das sind keine Kisten oder sowas. Oder muss ich... Darf ich nicht auf dem Boden suchen? Kann das irgendwo oben sein? Ich wollte ja auch mal in diese... Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Ja, noch nicht, meine Gutste. Noch nicht. Okay, Aloy. Hier könnte auch noch was sein, aber sieht dann doch nicht so aus. Was ist das? Nur ein Blümchen, oder? Oder Holz, ja. Wo waren jetzt die Menschlein? Immer noch da oben. Nora Krieger. Tja, dann bin ich jetzt wirklich langsam ein bisschen ratlos. Ich würde ja gern nochmal... War das? Das war diese Kirche, wo die drin sind. Wo der Sägezahn unterwegs war. Oder die Sägezähne, wo ich rein wollte unbedingt mal. Da ist aber auch nichts. Hm. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd. Gibt's doch zu. Und so langsam verliere ich auch die Lust, nach einer blöden Tasse zu suchen. Neun, und dann dreht das auf einmal um.
Das ist, was ich nicht verstehe. Da ist ein Fisch. Ja, da ist mir gerade auch herzlich egal. So, das ist ein Läufer. Was ist das? Auch ein Läufer. Aha. Ne, ich find's echt nicht. Teufelsdurstlager abgeschlossen. Ganz ehrlich, dann würde ich erstmal den nächstbesten Speicherpunkt suchen, sprich Lagerfeuer. Aber bei dem Wetter sieht man auch wirklich so gut wie gar nichts. Das macht es nicht besser gerade, darum laufe ich hier noch unkoordinierter rum als sonst. Das bringt gerade absolut nichts. Gehen wir mal zum Lagerfeuer einfach und... ja. Hätte ja sein können, ein Versuch war es wert. Aber wenn die uns das nicht zeigen wollen... Beziehungsweise, was heißt zum Lagerfeuer? Wir kehren einfach zurück. Kehre zu Den zurück. Wegpunkt entfernen. Aber ich finde es immer noch krass. Ich dachte ja, okay, da hat er den verjagt. Da hat er den wirklich so schnell platt gemacht, den anderen Sägezahn. Also das ist... hui. So ein Vieh zu überbrücken, damit es für einen kämpft, ist schon nicht verkehrt. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Ja, und was hilft dir das? Ich will von denen gerade nichts. Deswegen denke ich, wir gehen einfach mal weg. So, wo lang jetzt? Da entlang. Ich navigiere hier gerade wirklich nur nach meinem Wegpunkt. Ja, man hätte die Brücke nehmen können. Was denn nun? Aufträge. Ich will das hier erstmal. Hä? Wieso soll ich das Questmenü öffnen? Macht mich doch jetzt nicht wuschig. Wir geben jetzt erstmal den Auftrag noch ab. Wir geben den Auftrag noch ab und dann... speichern wir kurz. Nein, nein, hier ist nichts. So, wo lang? Da geht's rein. Gut. Hoppala. Die sind schon wieder aufgeregt hinter mir. Die verderben an den Maschinen. Ich war selbst schon. So, bevor wir dann halt das andere herausfinden, wer unser Volk abgeschlachtet hat. Kehrt zu Den zurück, Den ist da oben gewesen, genau. Bevor wir dann diese verdorbenen Areale machen oder was auch immer. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Was fragen wir da lange? Die
Die Mörder müssen Kaja sein. Abgeschlossen. Haben unser Volk schon früher abgeschlachtet. Neugierde ist für Träume, nicht für Lagen die schon immer tot? Gut, was haben wir denn als nächstes? Wir haben immer noch nicht Stufe 15 für die Hauptquest. Räume die verdorbenen Zonen oder das. Oder Jagdgebiet. Entferne Behälter von Grasern. Erledige Maschinen mit Holzstapelfallen, erledige Graser. Du besitzt diese Waffe nicht. Gut, verdorbene Zonen, Tutorials. Tutorial Seilwerfer könnten wir noch machen. Oder wir schauen dann halt wirklich erstmal. Ich meine, wir haben auch da unten so eine verdorbene Zone. Was ist das? Das ist Jagdgebiet, oder? Ich denke, das ist so ein Jagdgebiet. Wir haben auch hier so eine verdorbene Zone, deswegen würde ich denken. Keine Ahnung, ist das... Können wir das machen? Dann würde ich sagen, Metallblume als nächstes. Ich will halt auch so ein bisschen nebenher was machen zum Üben und besser werden. Wir haben erst Level 13. Die verdorbenen Zonen sind Level 15. Ich war selbst schuld. So, aber ich werde hier jetzt erstmal einen richtigen Speicherpunkt anlegen. Sorry. Ja, die PlayStation und meine... Tastenfindungsfähigkeiten, keine Ahnung. Gut. Und werde mal schauen, das Ganze hier rendern. Ich denke, bald können wir mit dem Upload beginnen. Ach, ist das schön. Und sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin macht's erstmal gut, ihr Lieben.